Judy, weiter gehoppelt in diesem lustigen Spiel, das sich da Horizon Forbidden West nimmt. Wir sind in Rheinklang, wo es anscheinend jede Menge Quests für uns gibt. Dessen sind wir hier. Nicht nur, weil ich mit einer Werkbank reden wollte. Oder hier meine Vorräte auffüllen. Die Dings werden auch weniger. So, ich möchte eigentlich Aloy mal in Zwischensequenz mal in einem anderen Outfit sehen, falls wir hier noch... Müsste ich mir rechtzeitig vornehmen, dass das... Warte mal. Warum hat sie jetzt eigentlich ein Ausrufezeichen dran, die gute Frau hier? Hallo Jägerin. Seht ihr, das ist ein Frostjägerbogen im Angebot. Ist der für mich irgendwie interessant? Oh, das ist ja fies. Die kriegen zwischendurch neue. Warte mal. Hartgewebeschuss. Was bringt mir das Ding jetzt? Achso, das ist der bessere Scharfschutzbogen. Den ich sowieso die ganze Zeit. Was? Fortsetzt-Details? R2, was? Erhöht den. Überspannschaden. Ach ja, Überspann. Warte, vergleichen mit meinem Scharfschutzbogen. Der ist nämlich einfach nur besser als meiner. Also der ist nicht besser als meiner. Genau, das ist das Ding, was ich letztes Mal kaufen wollte, womit ich mich halt übel habe ablenken lassen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Deswegen haben wir das Ding auch noch nicht. Witzigerweise macht der jetzt gerade für den Moment tatsächlich weniger Schaden. Ich hover übrigens immer so um die 1000 Gold rum. Fällt mir so auf. So, warte mal. Outfit-Upgrades, aber nicht die relevanten, oder? Nee, nur diese ganzen Outfits, die keinen interessieren, kann ich upgraden. Na gut. So, hier, mein neuer Hartgewebe-Scharfschutzbogen. Der kriegt. Erste Level, ja, kein Problem. Kriegt der zweite auch noch? Brüllrücken, Beutelgewebe. Was ist denn jetzt ein. Okay, ich erstelle eine Aufgabe dafür. Was ist denn jetzt ein Brüllrücken? Ich nehme mal nicht an. Wenn du Selbstvertrauen brauchst. Dass mir irgendwer die Teile einfach so fertig verkauft. Oder hat die Jägerin durch Zufall einfach die Rohstoffe im Angebot? Aber ich finde hier noch Henna-Federn. Glänzende Federn, na toll. Also kannst quasi deine makelloser Schädel. Oder braucht man die makellosen Schädel noch für was anderes? Wildschweinknochen? Makelloser Schädel. Ich habe. Kann nur von Hennern erbeutet werden, die häufig im Schrecken zu finden sind. Achso, ich muss tatsächlich im Schrecken umherrennen, um Eichhörnchenknochen und Kindergabelbeine zu kriegen. Das ist natürlich auch toll, dass ich mir mit diesen... Und die Werkbank ist doch direkt hier, was mache ich denn hier? Ich muss mich mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas hier... Speziell hast du den Beutel-Upgrades. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche Präriehundknochen, Kaninchenhaut. Okay, Präriehunde finde ich wahrscheinlich irgendwo in der Wüste irgendwie an. Krötenechsenknochen, Gänsefedern, was denn hier, Alter? Kaninchenhaut. Ich hab doch vorhin schon Kaninchen, wo ihr sehen. Leichter Pfeilköcher, Geier, Gabelbeine und Präriehundhaut. Ich hab da die für die nicht so viele Upgrades. Geierfedern, Krötenechsenhaut, Nabelschwein, Entenfedern, Barschgräten. Oder Barschgräten habe ich. Nee, habe ich anscheinend nicht. Stachelholster. Wie viele Munitionsarten es einfach nur gibt. Ich habe nichts davon. Also ich brauche größtenteils brauche ich Präriehunde und irgendwelche Kröten. Okay. Judy, seid drum. Dann gibt es hier eine neue Quest anscheinend. Dann reden wir auch mal den Leuten von Rheinklang und hören uns ihre Sorgen und Nöte an. Jetzt steht wieder in diesem Wasser. Ja. Wir können nichts mehr tun. Der Fluss wird ihre Samen tragen. Wir dürfen nicht aufgeben, wenn wir nur... Was ist denn hier los? Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Du könntest helfen. Das hier geht dich nichts an, Fremde. Dulden wir deine... Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Was ist denn? Meine Frau, Calais. Sie sollte dem Chor beitreten. Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen. Aber sie muss gestürzt sein. Und jetzt brechen sie die Suchaktion ab? Wir haben genug getan, Bray. Die Suchmannschaft fand nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendete. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden. Nur darum geht's ihm. Du hast Landgöttin Rey geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Falsche Hoffnung ist Treibsand. Und ich dachte, ich soll die Frau retten. Ja. Warum sollte Calais dem Chor beitreten? Der Chor entscheidet selbst. Aber das Volk entscheidet mit. So fiel die Wahl auf sie. Calais forderte mit der Zeit zunehmend neue Ideen anstelle alter Traditionen und erntete Zuspruch dafür. Wir müssen uns der Dissonanz stellen, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist.
Ihr nahmt Calais also auf, um dieses Lauffeuer zumindest einzudämmen? Die Fremde versteht aber schnell. Ja, oder ihr seid einfach nur unfassbar langsam im Denken, Freunde. Entdeckungsritus? Dieser Entdeckungsritus. Was genau ist das? Eine Pilgerfahrt zum Sporn an den Ort, von dem aus der erste Utaru Reinklang sah. Calais sollte dem Weg unserer Ahnen folgen, ihre Augen färben und dann auf das Land schauen und ihr Lied spielen. Dann hätte sie ihr Mal am Sporn hinterlassen und so zu all jenen gehört, die vor ihr kamen. Früher machte jedes neue Chormitglied die Reise. Aber nach der Störung ließ man von dem Brauch ab. Niemand trat mehr diese gefährliche Reise an. Warum dann Calais? Wir rieten ihr alle davon ab. Aber wie auch sonst, ignorierte sie unsere Warnung. Sie meinte, es würde ihre Ansicht stärken. Sie musste beweisen, dass sie die alten Sitten respektierte, obwohl sie dagegen sprach. Dann würden mehr auf sie hören. Ah ja, sie war so idiotisch. Wie war Calais politisch eingestellt? Radikal. Ihr hättet euch gut verstanden. Reinklang stirbt. Aber Calais sagte, wir müssen nicht auch sterben. Der Wind trägt den Samen in ferne Lande. Sie schlug vor, dass die Utaru Reinklang verlassen und fortziehen. Dieses Land gehört zu uns. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln, auch wenn ein Feuer naht. Ihr seid keine Bäume. Das spielt keine Rolle. Das vor allen Dingen, also revolutionär ist das auch nicht, irgendwie reaktiv auf Sachen zu reagieren, oder? Ja, Samentasche, die Story kennen wir ja schon. Calais trug eine Samentasche bei sich? Das tut jeder Utaru. Wir wählen in jungen Jahren Samen aus den Pflanzen der Ahnen oder anderer wichtiger Personen. Und nach dem Tod kehren die Samen in das Land zurück, das uns nährte, damit neues Leben sprießen kann. Und deshalb will ich Calais Tasche. Ihre Samen sollen in Reinklang wachsen. Der Fluss trägt die Samen zu neuem Boden, wo sie sprießen und blühen werden. Alter, sind die passiv. Aber in der Fremde. Mehr Hoffnung bleibt uns nicht. Die sind schon ziemlich, ich sag mal, nö, wir machen einfach am besten mal gar nichts und dann warten wir ab. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie. Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe, direkt am Fuß des Sporns. Dort fand die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. Der Sporn. Also irgendwie, das die Utaru sind zumindest so rein politisch, sind die eigentlich schon sehr unsympathisch, die Bande. Die geben sich auch... Kann ich eigentlich irgendwie Favoriten machen? Nee. Was ich auch machen könnte, weil ich könnte den ganzen anderen Scheiß, glaube ich, mal in meinen Vorrat packen, damit der mich nicht so rumnervt, ne? Die meisten der Gegenstände, die ich hier so habe, brauche ich ja wirklich nicht. Hey, Leute, das war jetzt wirklich nicht. Also. Oh, das ging auf die Knochen. Ja, und auf die Haut und generell überhaupt. Dann muss ich jetzt hier... Achso, ich bin ja auch... Ja, genau. Hm? Achso. Gute Jagd, ja. Fremde. Ja, ja, danke dafür. Also wird das auf jeden Fall... So, warte mal. Vorrat öffnen. Inventar. Werkzeuge, Munition, Spuren, Gewebe, Streit. Outfits. So, warte mal hier. Nora, ihr seid... Behalten wir nochmal für Zwischensequenzen. Nora, Wachposten. Bringt mir eigentlich... Nisch. Zum Lager markieren? Achso, ich kann's. Achso, das muss das. Ne, das Ding behalten wir wegen Tarn. Das Ding ist. Jetzt bringt es halt mehr Feuerschutz, aber es ist halt nicht so gut im. Ne, jetzt macht ihr Tarnverkauf, das finde ich gut, das behalten wir. So, Kaja Schatten behalten wir auch wegen Rüstung. Osseramendecker habe ich, glaube ich, nur gekauft, damit ich es habe. Nora Jägerin ist halt auch irgendwie nicht so mein Ding. Na gut, so. Da können wir auch gleich nicht mal meinen. Meinen Bogen noch wegtauschen, oder? Was haben wir hier noch? Schurkenkriegerbogen? Schockkrieger. Hab ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe das so durch ein blaues Ding, was. Ich habe immer noch nichts, was Schockschaden macht. Ich muss diesen Dreckskriegerbogen also behalten, nur für Schockschaden? Ach komm, das Ding kommt jetzt weg. Bevor ich hier stundenlang mit so einem komischen. Das ist Aelos klassischer Bogen unterscheiden. Nee, der sieht eigentlich genauso aus wie alle anderen. Der ist nicht besonders. Prototyp Stachelwerfer. Ey, dieser scheiß Stachelwerfer, ne? Aber ich behalte das Ding trotzdem mal. Haben wir noch eine Allenpfanne? Frostsprengstange? Scharfschützbogen. Der macht bestimmt mehr Schaden als mein aktueller, oder? Ja. Schön. Der hochgerüstete Scharfschützbogen. User Scharfschützbogen. Warum auch immer ich hier irgendwelche Named-Gegenstände habe. Ja, okay. Also Sachen einzupacken ist halt nicht so richtig.
Wenn nicht jeder in der Welt ist für die Realität bereit. Ich finde es halt eher wie krass hier in dem Fall, dass das der Typ endlich mehr daran interessiert ist, die Samen seiner Frau dazu kriegen, anstatt irgendwie sie wieder zu kriegen. Also er macht sich da überhaupt keine Hoffnung mehr. Ja, wow, das lohnt sich jetzt richtig, hier schnell zu reisen. Aber egal, was soll es, kostet noch Fleisch. Fleisch haben wir. Der Sporn. Das ist dumm an diesen super tollen, gigageil schnell SSDs, die heutzutage in allem verbaut sind. Was ist denn hier los? Dann los. Ich sehe sie. Feuerschutz. Weiter schießen. Mehrere Feinde. Was ist denn jetzt los? Das hat gesessen. Ich will dich töten. Kann ich eigentlich im Kampf kurz meine Rüstung wechseln? Weil die ist gerade, ich wollte eigentlich gerade, nee, oder? Ich kann wirklich mitten im Kampf meine Rüstung wechseln. Lass mich nicht umbringen! Warum ist denn, was ist denn? Hallo, ich bin noch ausgewichen. Ich bin doch gerade weggerollt. Frechheit. Wo bin ich hier eigentlich gerade reingeraten? Ich wollte doch eigentlich jetzt... Wer war die denn jetzt? Ich wollte ja eigentlich nur gerade... Wussten die, dass ich da bin? Warte mal. Ich habe echt gerade keine Punkte, mich zu tarnen. Die schießen jetzt zum Glück auch gar nicht auf mich, ne? Wissen die jetzt, dass ich da bin? Jetzt wahrscheinlich. Der hat auf jeden Fall schon keinen Helm mehr. Ich weiß nicht, in welchen Kampf ich gerade eingreife, aber die wissen halt nicht, dass ich da bin. Insofern ist das voll okay. Aber doch, die wissen, dass ich da bin. So, wenn ich jetzt den Tarnpusher hier auf, keine Ahnung, 3 Punkte anmache. Was? Spider-Man-Spiel hat eine witzige Tarnsequenz. Das ist echt die Frage, wie kannst du hier wirklich rumlaufen? Das war nicht der Hinterkopf. Jetzt hab ich dich. Das ist schwer, der Typ hier. Du bist erledigt! Achso, das ist ja schön, wie ich den einfach wegkritten kann. Rebelleneroberer ist das. Aha. Jetzt kommt die Rache. Warum habe ich denn schon wieder den Seilwerfer in der Hand? Gut, ich krieg sie aus der Distanz. Ja, aber ich krieg ihn nicht aus der Distanz. Aua. Ist ja noch so ein Braver-Typ hier. Das tat weh. Na gut. Flusslied reinklang. Ah ja. Ja, was waren das jetzt für Typen hier? Also die standen jetzt hier... Achso, die haben welche Taro-Angriffe an diesem schon lange tot. Na gut, hätte ich vielleicht schneller eingegriffen, hätten wir vielleicht hier irgendwelche Leben retten können. Da sind sie wieder Land... Das sind da leider auch keine Lanzenhörer. Das sind nicht die vier, die ich suche. Ja, wir haben anderes vor. Wir müssen hier in irgendwelchen Flüssen Leute suchen, die hier nicht komische Rebellen niederballern. Die mich eh überhaupt nicht interessieren. Wenn ich so ein Krokodil sehen würde, was war das? Ich immer, die gehören zur Regala. Ja, ja, tun sie auch, aber... Ich weiß nicht so richtig, was die hier eigentlich machen. Wobei, wir sind denn das Vieh schon, dass ich hier bin? Offenbar haben Calais und die Suchmannschaft hier ein paar Maschinen zerstört. Offensichtlich nicht genug. Na komm. Oh, noch mehr Viecher.
gute alte Königsdisziplin Loa abschießen. Ich fürchte ja leider, dass die Vögel wissen, dass ich da bin. Ja, von dem wollte ich da auch noch irgendwelche Teile haben. Aber was war denn das? Was wollte ich denn von dir noch haben? Aua. Voll ins Schwarze. Was siehst du, die haben innen drin, haben die auch diesen Dreifach. Diese Dreifach-Optik. Okay. Besser. Oh, die können Eis. Oh. Bin ich blind? Autsch. Kann mir denn so in der Situation die Munition ausgehen? Das ist doch ein Eisfall. Ich weiß nicht, ob das geht. Wurde. Der Eisfall hat erstaunlich viel Damage gemacht. Das Vieh da vorne hat mich jetzt nicht unbedingt verloren, ne? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, ich wollte den Schwanz haben, oder? Würdest du bitte aufhören, auf mich zu schießen? Ist ja schrecklich. Ich habe keine Ahnung, wo die Schwachstelle liegt. Ich baller einfach nur drauf. Out. So, Plünderzeit. Und jetzt Kalais Samentasche suchen. Ich ja, oder Kali selber? Wie wär's denn, wenn wir Kali selber suchen? Warum habe ich eigentlich immer noch die andere Rüstung an? Ich dachte, ich habe die zwischendurch gewechselt. Oder möchte mir das Spiel was sagen, dass das in Kämpfen nicht geht? Jetzt habe ich die richtige Rüstung an. Graserrothorn? Warte mal, Graserrothorn. Das brauchte ich aber auch noch für irgendwas. Das ist ganz gut, dass ich davon jetzt noch ein paar habe. Halt die gedrückt in meinem Medizinbeutel mit. Ja. Hätte ich schon angemacht. Ja, liebes Spiel, es ist doch alles gut. Es ist doch voll aufgefüllt. Du musst mir das nicht sagen. Wir stehen noch 1A da. Wie viel Loh haben wir denn hier aus den Viechern rausgeholt? Ich habe gar nicht so viel Loh. Also das, wenn ich irgendwie anfangen würde, jetzt ich als Vorrat. In Masse Feuerpfeile herzustellen, wird es doch relativ schnell eng werden hier. Vorne ist noch so ein komisches Rotohorn. Ich hätte wahrscheinlich viel mehr mit diesen Hochpunkten kämpfen. Das wäre bestimmt praktisch. Ah, die haben Graser. Mich den hätte auch einfach weiterschleichen können. So. Ach ja, hier. Viele Fußspuren. Wahrscheinlich vom Suchtrupp. Ja, der jede Hoffnung, dass ich hier irgendwas finde, platt getrampelt hat, oder? Ja, zahlreiche tiefe Fußabdrücke. Das ist ja schön. Achso, ich soll die so untersuchen. Laut Bree lag hier das Instrument seiner Frau. Die Suchmannschaft folgerte, dass Kalais Leiche wohl vom Fluss weggeschwemmt wurde. Aber dann wäre sie doch in dem Baum hängen geblieben. Sie ist wohl gar nicht gestürzt. Ich sollte mir den Sporn ansehen. Hat der Suchtrupp was übersehen? Vielleicht mit Absicht. Anscheinend nahm der Suchtrupp den Weg unter dem Steinbogen durch. Ist wohl der Weg hoch zum Sporn. Ja, das Ding ist... Das fühlt sich so ein bisschen politisch motiviert, wenn die jetzt so ganz ärgerlich tot ist, die gute Frau. So, wo soll ich jetzt hin? Ist gut, dass ich mich die ganze Zeit darüber beschwere, dass ich nicht weiß, wo es lang geht. Denn sobald ich einmal selber was machen soll... Warum sind denn eigentlich die Maschinen hier das große Problem, wenn sie hier gestürzt ist? Das Instrument ist weg. Vielleicht wollte sie auch einfach nur Ruhe und hat ihren Tod gefaked. Warum würde ich da unten hin? Da lang komme ich nicht auf den Sporn. Ich sehe mal nach, wohin der andere Weg führt, an der zerstörten Brücke. Aha. Aber hier ist doch dieser komische... Na, wegen einer zerstörten Brücke? Ey, Leute, bricht im Brezeln. Ist hier irgendwo eine zerstörte Brücke, die ich zu war? Trümmer. Es muss einen anderen Weg geben. Kalais und der Suchtrupp erklommen wohl stattdessen die Klippe. Ja, das mache ich nicht, oder was? Ein Färber hätte sicher Interesse daran. Und warum nicht mal hier die Klippe angucken? Ist doch schön hier.
läuft, könnten wir hier in Höhe gewinnen. Klasse Höhle. Und lustige Leuchtepflanzen, wie praktisch. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine leuchtenden Pflanzen gesehen, die irgendwie im Dunkeln ausreichend Licht gegeben hat. Offenbar ist hier der Startpunkt des Entdeckungsritus. Naja, es ist natürlich wieder gut, dass wir immer in der Nacht an solchen Orten vorbeikommen. Also haben wir viele von diesen lustigen Höhlen. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade völlig auf freier Erkundung unterwegs bin. Singt hier? Geröll auf dem Pfad. Sieht nach Stücken einer Brücke aus. Ja, super. Das heißt, ich muss jetzt wieder klettern. Oh, ne. Achso, ich kann das Geröll auch analysieren. Hier singt doch wer. War schon vor langer Zeit heruntergefallen. Vielleicht ein Sturm. Pass auf, die sitzt da oben und macht die, zieht ganz normal ihren Ritus rum und die halten die alle für tot. Hier fehlt ein Teil des Pfades. Kale ist wohl auch hinaufgeklettert. Das soll einfach nur Hintergrundmusik sein. Ist gerade für mich nicht zu unterscheiden. Wenn Kale es da hochgeschafft hat, war sie eine gute Kletterin. Sie kann nicht gefallen sein. Da spricht einiges gegen, ne? Das muss der Sporn sein. Offenbar hat Kale etwas bei diesem Steintisch da getan. Sollte ich mir mal ansehen. Wie will ich das rekonstruieren? Oder suche den Steintisch. Yeah, das wird mir erstmal nicht ausgehen. Da ist Reinklang. Genau so saß der erste Utaru. Woher weiß ich das jetzt eigentlich, dass der erste Utaru das so gesehen hat? Blumen zu Farbe zermalen. Das hat Kale wohl als Teil ihres Rituals getan. Ich sollte mich umsehen. Mit dem Fokus finde ich heraus, was mit ihr passiert ist. Bestimmt. Naja, warte, bevor wir das aber machen. Das sieht mir nach einem exzellenten Ort für eine Fotosession aus. Das müssen wir jetzt einfach mal kurz machen. Hier, mal so hinstellen. Jetzt fangen die Stimmen hier noch an zu singen. Das wird ja immer schlimmer. Gesichtsausdruck ist mir erstmal egal. Körperlos. Stolz. Muss sie da mal so grenzenlos naiv? Stil? Als ob das Stil hat. Aber nee, warte, bevor ich das mache, muss ich glaube ich erstmal die andere Klamotte anziehen, die passender ist. Nämlich die hier. Und dann noch den Kopfschmuck darstellen. Schildflügel automatisch einsetzen. Ja, was auch immer der Schildflügel ist, den habe ich noch gar nicht. Na, der wird schon noch vorkommen. So. Ich höre doch Schreie da oben. Hallo, Fabs. So, Gesichtsausdruck, Körperpose. Stolz, Dings, Balance, grenzenlos, naiv, Stil. Ah, ich weiß ja nicht, ob wir mit Stil hier... Die Tageszeit ist, glaube ich, falsch. Wir können doch an der Uhr drehen. Ist ja gerade 6 Uhr morgens vielleicht. Nee, nachts siehst du bestimmt gar nichts, oder? Nachts ist das richtig langweilig, dieser Ort. Ja, da ich das hier so komischer Nebel ist. Das Reinklang sieht irgendwie sehr aus wie so eine Bienenwabe. Naja, ich weiß ja nicht. Ist irgendwie nicht der schönste Ort. Streamst du nur länger heute? Noch 40 Minuten. So. Ja, gut, das ist hier, glaube ich. Nee, es ist, glaube ich, doch gar nicht so gut. Blendeffekte. Achso, die kann man sogar ausschalten. Stil, Sieg, Kraft, Freude, Liebe. Atempause. Oder so rum? Mit den Gräsern? Also hätte das vielleicht was. Anders Gesichtsausdruck kacke. Keins, konzentriert. Zwinkern. Kuss. Ein bisschen Augenrollen. Na, vielleicht so. Ich habe immer diese Gräser mit auf dem Bild. So, hier noch davon. Hand eventuell dann noch. Muss ich mit dem Bären des Eises klären. Wer noch was heute vorhat.
Aber prinzipiell könnten wir darüber nachdenken. Ich muss nur die PlayStation zurückgehen. Blütenpflanzen. Blütenpflanzen weisen Spuren von Farbpartikeln auf. Wo kommt das Gesinge her? An diesen Blütenblättern befindet sich etwas. Ist das die Farbe, die Calais trug? Hat wohl eine Spur hinterlassen. Zu schwach für die Suchmannschaft, aber mein Fokus kann etwas damit anfangen. Wie praktisch aber auch. Tier. Oh, ein Pickel auf der Nase. Soll ich den Weihnachtsmann anrufen? Oh! Sag einfach nochmal Bescheid. Juju. Noch mehr Querblut hier. Dann gebe ich ein mittleres Vorratslager. Was soll ich da ist die Farbspur. Sie führt wohl weg vom Rand der Klippe. Die Farbspur endet bei einem Haufen abgebrochener Äste. Sollte ich mir genauer ansehen. Mhm. Aber hier sind doch noch welche Lager. Das sind die abgebrochenen Äste. Wahrscheinlich sind damit nicht diese Plünderer-Schrotthaufen gemeint. Rotaugenwächter, warte mal, Wächter? Da vorne ist erstmal Grünland, der hat erstmal Priorität. Aber Wächter? Wir haben noch ja keine Wächter getroffen hier. Also weder Rotaugen noch so. Grünland erzielt bestimmt einen guten Preis. Ja, natürlich tut ihr das, Ella. Wir müssten halt bloß mal irgendwie in die Position kommen, wo irgendjemand von uns mit grünem Glanz reden müsste. Einige wertvolle Spezialwaren. Ja, aber die finden diese Leute einfach nicht. Dass diese Reinklangmusik hier im Hintergrund läuft, das ist ja wie nervig. Hier wurden vor kurzem Äste abgebrochen. Bei einem Handgemenge? Möglich. Und hier. Schleifspuren. Sie führen wohl durch das Dickicht hier. Ich kann ihnen mit dem Fokus folgen. Ah, Spur markieren. Folge der Schleifspur. Gut, ich nehme mal an, unsere gute Calais ist hier eventuell nicht freiwillig nicht zurückgekehrt. Naja, so viel zum Thema, sie ist einfach weg und wir verfolgen das nicht weiter. Ja, es kommt davon, wenn man sich politisch unbeliebt macht. Es geht jetzt trotzdem an die Wand hier hoch. Das sieht hier... Keine Ahnung, wo das hinführt. Ja gut, das führt vor allen Dingen zu einem Ort, wo wir wahrscheinlich eine Fotosession machen können oder so. Der Schildflügel hält. Ach ja, das Ding heißt Schildflügel. Okay, gut, dann. Hui. Hä? Die Schleifspur ist doch... Führt die jetzt da durch oder nicht? Ach, guck mal, hier ist noch ein Lager. Bree sagte, dass ihr seid Teil des Entdeckungsritus. Das sind alles alte Markierungen. In diesem Teil war Calais wohl nicht. Nö. Ach ja, da gehen die Spuren weiter. Ach, da hinten liegen zwei Leichen. Das ist ja schön. Warum eigentlich zwei Leichen? Zwei Leichen? Eine muss Calais sein, aber wer ist die andere Frau? Die Abdrücke an ihrem Hals. Sie wurde erwürgt. Zumindest kann ich Bree die Tasche bringen. Der Mörder hat also versucht, Calais von der Klippe zu stoßen. Deshalb fand der Suchtrupp auch ihr Instrument unten am Fluss. Calais wehrte sich. Und wurde dann erwürgt. Und hierher gezerrt. Yay! Pirscher! Jetzt weiß ich zumindest, wie die Mörderin starb. Ja. Generator. So. Das ist doch cool, dass ich mich eigentlich genauso tarnen.
verschafft einen Freund. Das fehlte mir noch. Also mehr Chancen auf Ersatzteile. Das ist aber nicht nett, dass der in der Unsichtbarkeit rumballert. Warum denn? Es ist erstaunlich schwer, diese scheiß Pirscher zu scannen. Na komm, enttarn dich. Das ist viel besser, wo ich bin. Vielleicht im Nahkampf? Hab dich! So, jetzt aber ja. Aua! Das Vieh macht voll Damage. Ach, das ist der Minenwerfer, den ich hier gerade abschieße. Das Vieh ist immer noch nicht tot. Okay. Ich hol mir besser die Samentasche der Mörderin. Dann kann man sie identifizieren. Echt? Die wissen, die haben ein zentrales Verzeichnis, wer welche Samentasche hat? Aber hey, wir haben immerhin... Aber Hauptsache, hier liegen... Schadet nie. Aber schön, dass hier irgendwelche Rotaugenwächter rumliegen, die ich noch nie irgendwie lebendig gesehen habe. Hm. Das zeige vielleicht. Aber es ist interessant, dass du die Pirscher eigentlich total easy besiegen kannst, indem du einfach auf die Dings schießt, auf die... Auf die Minen, die sie abwerfen. Aber das kannst du ja mega ausnutzen. Das erleichtert das Leben ja schon so ein bisschen. Oh, hey, die droppen immerhin seltenes Loot. Pirscher Minenwerfer, naja, gut. Ich hatte irgendwie gehofft, wenn ich den Tank abschieße, dass da irgendwie was Tolles drin ist, weil vor allen Dingen, weil es hieß, das ist der Hauptrohstoff. Das war jetzt ja auch nicht so die Offenbarung. Ja, dann haben wir hier noch Maschinenmuskeln. 344 Meter, Leute. Maschinenmuskeln sind so ein bisschen wertvoll, weil die brauche ich hier für die großen Pfeile. Und die herzustellen ist halt so ein bisschen teuer. Sollen wir sehen. Wieder irgendwelche Enttäuschung hier? Vielleicht wissen ja Fane und Kel in Reinklang, wem diese Tasche gehört. Gut. Jetzt wird wieder zurückreisen, oder? Gut, dann kleiner Outfitwechsel. Muss ja nicht jeder sehen, wie wir ausgesehen haben. Und auf nach Reinklang. Zack. Ich bin mal gespannt, ob sich da irgendjemand noch dran aufstößt, dass ich da die Samentasche von welchen fremden Leuten mitgenommen habe. Kehre zu Bree zurück. Ja, die haben mir gesagt, dass die gute Kate Kiever Dinge, wie auch immer sie hieß, dass sie irgendwie politisch so ein bisschen extrem war. Da war aber anscheinend jemand dagegen. Oder es wurde sogar von dem beauftragt. Das ist richtig spannend hier. Diese kleinen Intrigen. Die stehen wir hier immer alle rum. Betrauern Calais Tod. Aber wir müssen nach vorne schauen. Ja, die sind viel dabei. Nicht bevor ich von Aloy höre. Die betonen das immer viel, dass sie weitermachen müssen, ne? Ihre Tasche. Du hast sie. Bree. Sie ist nicht gestürzt. Das war Mord. Was? Ich bin hoch zum Sporn gegangen. Dort war Calais und auch die Leiche ihrer Mörderin. Das ist unmöglich. Der Suchtrupp hat dort gesucht. Da war nichts. Die Leichen waren in einer anderen Lichtung. Und dort hat niemand gesucht. Als ein Pirscher sie anfiel, wollte sie gerade Calais Leiche verstecken. Wer war sie? Ich hoffte, ihr wüsstet das. Das ist ihre Samentasche. Die gehört Lina. Sie ist Kels Lehrling. Das
Das verstehe ich nicht. Warum tat sie das? Fragen wir doch Kell. Aber sie... Hey, du! Wo ist Kell? Sie ist durchs Osttor gegangen, vor rund einer Stunde. Sie geht nach Hause. Sommerwind. Sie läuft weg von ihr? Aber sie muss vor Gericht. Ich hol sie ein. Wohin muss ich? Da ist eine zerstörte Siedlung an der Südgrenze. Dort wuchs sie einst auf. Wir holen erst noch die Wache und versuchen, dich einzuholen. Mhm. Kalle ist also so ein Taschenfeld und das ist der andere so gut. Wo muss ich jetzt hin? Vielleicht Glück aber auch, dass ich genau da schon war und deswegen die ganze Geschichte hier auf ein Minimum beschränken kann und nicht irgendwie dumm durch die Gegend rumreiten muss. Sein. Aber wo ist Kell? Ja, scan. Finde Kell. Na gut, das ist wahrscheinlich irgendwie gerade im Kampf gegen irgendwelche Viecher, oder? Oder sitzt sie einfach nur zentral und betet vor sich hin? Kell. Was hat sie da? Tja, Grüße. Jetzt weiß es jeder. Es war nur eine Frage der Zeit, als du die Klippe hoch bist. Du hast dem Mann, dessen Frau du ermordet hast, gesagt, er soll nach vorn schauen. Ich habe doch nie gewollt, dass es so weit kommt. Warum dann? Calais säte die Saat der Zwietracht. Sie wollte, dass die Utaru Rheinklang verlassen. Dass wir unsere Heimat verlassen. Wäre es dazu gekommen, wäre das am Ende zerstörerischer gewesen als jede Krankheit oder Maschine. Du befahlst ihren Tod? Alles hat seine natürliche Ordnung. Wachstum, Verwesung, Tod. Das ist der Lauf der Dinge. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln. Also beseitigte ich, was uns bedrohte. Und es tut mir aufrichtig leid. Doch jetzt ist es vorbei. Ich sorg dafür, dass du für das verursachte Leid bezahlst. Zu spät. Du wolltest Calais Meinung unterbinden. Meinst du, es nutzt den Traditionen, wenn die Leute davon hören, was du getan hast? Nein. Und du bist weg und kannst nichts mehr dagegen tun. Nein! Sie musste vor Gericht. Calais verdient Gerechtigkeit. Kell dachte, dass mit Calais ihre Ansichten sterben. Widerleg das. Das wäre Gerechtigkeit für Calais. Es ist nicht viel. Aber bitte nimm das hier. Als Dank. Ich muss mich nicht mehr auf ewig fragen, was wohl mit Calais passiert ist. Wie eine Seuche. Drei unserer Leute sind tot. Und wofür? Ich geb's zu. Ich wollte dich nie unter uns. Aber jetzt sieht es aus, als müsse ich dir danken. Du hast uns die Fäulnis gezeigt, die hier um sich griff. Tut mir leid, dass es so kommen musste. Die Fäulnis ist jetzt weg. Neues kann wachsen. Ich weiß nicht, wo ich die fehlenden Teile finden kann. Ich werde mehr erkunden müssen. Achso, das Ding, das sagt sie jetzt wegen der anderen Quest, die ich mir selber gesetzt habe. Na, Yuti, Utaru beschützen. Wie viele Dinger wir mittlerweile freikriegen? Ach, wir können die Leute noch labern hier. Ich sorge dafür, dass man sich um Kells Leiche kümmert. Ich pflanze Calais Samen in Rheinklang. Das geht nur dank dir. Toll. Kells Verrat wird ein Schock für viele in Rheinklang sein. Ohne dich wäre Kell mit Mord davongekommen, Aloy. Aber schön, dass Kell so viel Vertrauen darin hat, dass ich doch was finde, ne? Du hast genug für uns getan. Geh mit starken Wurzeln. Nur dank dir ist dir verraten. Ich sorge dafür, dass man sich um Kells Leiche kümmert. Okay, wir haben dieses Ding, weil die rumlaufen sind. Na gut, so viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mal wieder heißt, Reisen.